Warum pilzt ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe der beiden Kokor-Pokémon, Schalocke und Panekon, die sich wiederum zu den beiden Falter-Pokémon Popinella bzw. Pudox weiterentwickeln. Warum pilzt ein kleines, zehnbeiniges und raubähnliches Pokémon, das hauptsächlich rot und beige gefärbt ist? Der Bereich von der Stirn beginnend über den Rücken bis hin zum Körperende ist hellrot, der Mund sowie die Unterseite des Körpers ist dagegen beige gefärbt. Wampels Körper weist stachelige Strukturen auf, die den ganzen Körper bedecken. Dabei fällt vor allem der Kopf auf, da auf ihm ein großes abgerundetes Horn wächst. Auch am Schweif sind auffällige Dornen zu erkennen und die Hörner an Stirn und Hinterleib sind gelb und seine zehn kleinen Füße weiß. Wampel bewegt sich mit Hilfe seiner kleinen, mit kaum sichtbaren Saugnäpfen ausgestatteten Füße fort, von welchen es stets 8 Stück gleichzeitig benutzt. Die großen runden Augen bestehen aus gelber Lederhaut und schwarzen Pupillen und das Pokémon besitzt einen senkrechten Mund mit dicken Beinen. In seiner Shiny-Form ist er sonst hellrote Körperbereich violett gefärbt. Wampel erlernt durch Levelaufstieg nur die 4 Attacken Tackle, Fadenschuss, Giftstachel und Käferbiss. Und es gehört zu den Pokémon, die durch TMs und VMs keine Attacken erlernen können, was die Attackenauswahl insgesamt stark einschränkt. Durch den Attackenlehrer kann Wampel allerdings auch Elektronetz erlernen, sodass er sich auch mit seinen Faden verteidigen kann. Wampel ist ein kleines, körperlich schwaches Basis-Pokémon, was im Kampf eher auf Angriff und seine Kraftpunkte setzt. Seine niedrige Initiative gleicht es vermutlich dadurch aus, dass es sich mit Hilfe von Fadenschuss von Ast zu Ast hangelt. Darüber hinaus besitzt Wampel die Fähigkeit Puderabwehr, die Spezialeffekte von gegnerischen Attacken blockiert und Wampel damit immun gegen seine jegliche Art von Vergiftung ist. Seine versteckte Fähigkeit Angsthase, mit der Wampel aus jedem Kampf fliehen kann, deutet wohl auf sein scheues Verhalten hin, Pokémon-Kämpfe zu meiden. Wampel kann weiße Seide spucken, die klebrig wird, wenn es der Luft ausgesetzt ist. Mit dieser kann es sich von Ast zu Ast hangeln. Auch kann es das Gift aus der Schwanzspitze in seine Fressfeinde wie Schwalbos und Starlili injizieren, um sie zu lähmen und zu entkommen. Gleiche Wirkung hat auch sein Faden, mit dem es ebenfalls Gegner bewegungsunfähig machen kann. Des Weiteren nutzt Wampel Saugnäpfe, mit denen es sogar Glas entlangklettern kann, um Baumkronen zu erklimmen. Dort benutzt es seine Schwanzspitze, um Rinde von Bäumen zu entfernen und sich neben Blättern von den austretenden Säften zu ernähren. Wampel leben hauptsächlich in tiefen Wäldern, aber es ist auch in Wiesen oder sogar Sträuchern anzutreffen. Für seine Verpuppung sucht es meistens ruhige und sichere Orte, um auf geschützte Weise vor Fressfeinden fliehen zu können und seine Verpuppung fortzuführen. Dabei ist Wampel das Basis-Pokémon und die Vorentwicklung von Schalocke und Panekon, welches sich wiederum zu Papinella bzw. Pudox weiterentwickeln kann. Die 5 Pokémon repräsentieren verschiedene Lebensstadien eines Schmetterlings bzw. einer Motte. Wampel stellt dabei die Larvenform dar, die durch Nahrung Energie für die Verpuppung sammelt. Das darauf folgende Kokor wird repräsentiert durch Schalocke bzw. Panekon mit ihrer harten Schale, die aus Seide hergestellt wurden. Papinella bzw. Pudox vertreten dann die voll entwickelte Stadie als Schmetterling bzw. als Motte. Dieser Vorgang wird als Metamorphose bezeichnet und ist vergleichbar mit der von Hornliu und Raupi. In den Spielen der Hauptreihe werden die Entwicklung durch das Erreichen von Level 7 dann per Zufall, ob sich Wampel zu Schalocke oder zu Panekon entwickelt und dann auf Level 10 jeweils Papinella oder Pudox durchgeführt, wobei es allerdings von der Personality Value des Wampels abhängt, ob es sich weiterentwickelt zu Schalocke oder zu Panekon, wie gesagt. Mit seinem Typ Käfer nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen-, Kampf- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Flug- und Gestandsattacken und der Rest macht normalen Schaden.